Kopfjagd und der Mönch. Nee, okay. Also 2400 Gold, das war in Erassia, richtig? Also wir kennen bisher noch drei Händler. Wir kennen den Händler hier, wir kennen den in Erassia und wir kennen den bei den Zwergen. Aber ich glaube, der wollte Sand haben und gibt uns dafür Glas. Ja, okay. Das heißt, jetzt nach Harmondale, da die Experten suchen, wobei wir jetzt nur noch einen Experte werden können, nicht wie vorher geplant zwei. Also Talana Wassermagie und Lay irgendeins der anderen, also Seelenmagie, Körper oder Geist. Aber das kann dann halt warten. Das bei Talana ist echt dringend, dass sie unbedingt Zauber hat, die auch gegen fast alle Gegner funktionieren. Da werden können wir uns verkneifen und wir haben auch kein Geld für die Trainingshalle. Das war nicht so wirklich durchdacht alles. Aber das können wir denn in Rassia auch machen. Nichts und nichts. Hier waren die ganzen Schulen. Wirklich viele Privathäuser gab es hier ja nicht. Hier die Ecke. Leder. Experte Stab. Reparieren Experte. Kann er immer noch nicht. Erkennen Experte. Nee. Haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Außer die ganzen Kisten voll Zeug. Nein, Säurestrahl verkaufen wir nicht. Nö, nicht so wirklich. Also wir merken uns einfach, hier müssen wir später nochmal hingehen, wenn wir die Pfeilspitzen verkauft haben. Feuermagie Meister. Kampfkunst. Ausweichen. Das sieht nicht so wirklich aus, als wenn es hier einen Wassermagie-Experten geben würde. Aber ich bin zuversichtlich, dass es dann in Rassi eingeben wird. Da gab es ja auch in diesem kreisförmig angeordneten Gebäude, wo wir auch den einen Auftrag bekommen haben mit dem Federkiel abholen, da waren ja auch recht viele Experten. Hoffen wir das Hallo, Beste. Ihr wollt reisen? Ja, aber nicht dahin. Einmal rum. Hallo, ihr wollt reisen? Arena. Ein bisschen Geld dazu verdienen, schadet nicht. Also gerne. Es geht sofort los. Das hier ist die Arena. Hier können wir uns aussuchen, gegen was für starke Gegner wir kämpfen wollen. Und das ist angepasst an unser momentanes Level. Page, Knappe, Ritter, Großmeister. Da wir noch nicht die super Ausrüstung haben, selbst für unser Level nicht, und noch nicht die super Zauber, probiere ich erstmal Knappe. Was seid ihr denn für welche? Ein Mönch. Goblin. Ah, sieht machbar aus. Ein paar Ratten. Ja, sehr machbar. Blutfliegen ist alles Pipifax. Solange wir Mana haben, jedenfalls. So, jetzt müssen wir nicht mehr so viel ausweichen. Zing. 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 Oh, du heilst dich. War es das? Die Gegner bringen hier übrigens kein Gold auf den Boden. Das wäre sonst zu einfach zum Grinden. Aber wenn wir es schaffen, dann kriegen wir eine Goldbelohnung am Ende. Also jetzt. Mal gucken, wie viel das ist. Ich schätze mal so 200, 300, weil das halt echt nicht so schwer war. 600 Gold. Das ist okay. Das heißt, wir können jetzt Arena verlassen und Erkennen-Experte werden. nicht du, du. Tada. Du führst jetzt nirgendwo hin, hä? Doch, Rassia. Es geht sofort los. So. Also, Prioritäten. Wir wollen erstmal unsere Pfeilspitze verkaufen. Wo war der Händler? Hier, glaube ich. Also hier war der Auftraggeber in dem Haus. Aber hier in diesem Rondell irgendwo war auch der andere Händler. Pfeilspitzen verkaufen. Also 200 haben wir sie gekauft. 237 kriegen wir pro Stück.
Also ja, es lohnt sich. Aber ja, 4800 ist definitiv gut. Wir könnten hier Greifenfedern kaufen, nur wissen wir nicht, wo wir die Greifenfedern momentan loswerden können. Aber da es sich auch so feilähnlich anhört, vielleicht bei den Elfen. Nur waren wir da noch nicht, also machen wir das später. So, jetzt Experten suchen. Körpermagie. Sind wir schon. Geistesmagie. Haben noch nicht erfüllt. Sollten wir also gleich erstmal zum... Ah, ein Apfel. Zur Trainingshalle gehen. Seelenmagie. Sind wir schon Mitglied? Nix. Und nochmal Mitgliedschaft. Ich hätte schwören können, es gäbe hier auch Experten für Elementarmagie. Nee. Das ist alles wirklich klerikal. Also die ganze Stadt ist klerikal ausgerichtet. Das hatte ich ja schon festgestellt, weil es nur die klerikalen Zaubererschulen gab und keine richtigen Magierschulen. Das ist schade. Das heißt, wir müssten jetzt wirklich zu den Elfen gehen, um da nach dem Wassermagie-Experten zu suchen. Na gut. Vorher aber noch in die Trainingshalle, sonst vergesse ich das schon wieder. Das ist jetzt schon die dritte Stadt, wo ich das machen wollte. Ihr wollt ausgebildet werden. So ist es richtig. Oh, zwei Stufen. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Außer sie braucht noch 12. Das ist doch albern. Na gut. Was kriegst du ein schönes? Du hast 11. Platte, würde ich sagen. So. Und du musst unbedingt Körpermagie lernen demnächst. Und reparieren auch. So, du. Meditation, damit du Experte werden kannst, was sehr, sehr wichtig ist. Auswirkungen der Fähigkeit sind verdoppelt. Das heißt, normalerweise kriegt sie pro Punkt 4 mehr Mana als Zauberin. Sie hat schon 16. Und sobald sie Experte ist, kriegt sie 32. Und Meister dann nochmal mehr. 8 Punkte noch. Wassermagie. Die 3 Punkte bewahrt sie sich auf. Du könntest schon Meditationsexperte werden. Erdmagie und Luftmagie. Ich finde Luftmagie einfach toller als Erde. Aber ich brauche Erde möglichst schnell auf Meistergrad für Telekinese, um die Truhen aufzubekommen. 5-5. Das ist eine ganz schöne Versuchung. Ich müsste jetzt eigentlich sparen, um das auf 7 zu bekommen, aber einmal klicken und ich werde auch weiter. Nee, komm, reiß dich zusammen, Gerogon. Alles für den Dackel, alles für den Club. Geistesmagie auf 4, Meditation auf 2. So. Also wir wollen jetzt gleich in das Elfengebiet, um Wassermagie-Experte zu werden. Das sind schon mal 2000 Gold weg. Wie teuer ist denn für sie jetzt Experte zu werden in dem anderen Ding? Körper hast du schon. 1000. Oh. Kostet das bei den elementaren Schulen auch nur 1000? So, du bist jetzt Geist. Auch Experte, aber sie hat auch nicht besonders viele Geistzauber. Na gut, wo wir schon mal in der Hochstadt für klerikale Zauber sind, sollten wir vielleicht noch ein bisschen einkaufen gehen. Also wir versuchen 2000 Gold zu behalten. Wenn es nicht klappt, dann versuchen wir auf 1000 mindestens runterzugehen. Und wenn es denn wirklich 2000 sein sollte später, dann versuchen wir im Elfengebiet einfach irgendwie an 1000 Gold zu kommen. Das müsste ja eigentlich machbar sein. Also, Lei ist Experte in Geist und Körper. Willkommen in der Körpergilde. Giftheilen. Regeneration. Heilt ein Charakter langsam, aber stetig, solange der Zauber aktiv ist. Langsame Heilung. Zauberdauer 1 Stunde pro Fähigkeitswert. Wenn es auf die ganze Gruppe wirken würde, wäre es ganz praktisch. Aber so? Giftheilen. Bin ich jetzt nicht so von überzeugt. Außerdem ist es tierisch teuer alles. Bei Giftheilen, da können wir einfach einen blauen Trank mit einem roten mischen. Dann haben wir Giftheilung.
Was haben wir hier? Seele ist hier noch keine Experte. Willkommen in der Gilde des Geistes. Nervenschock, Telepathie, Charme, Berserker. Furchtverjagen haben wir schon. Geistesresistenz. Nee. Einzelne Kreatur wird nicht mehr aggressiv. Das sollten wir eigentlich kaufen. Falls wir wieder aus Versehen eine Wache anhauen, dass sie sich beruhigt. Aber Zauber dauert nur 5 Minuten. Das ist jetzt die Frage. Wenn der Zauber dann vorbei ist, also sagen wir mal, wir greifen uns eine Wache an. Nur eine einzige Wache auf Weitenfeld. Die Wache wird aggressiv. Dann sprechen wir den Zauber. Er ist nicht mehr aggressiv. Beim Ablauf des Zaubers ist er dann wieder aggressiv, weil er es ja vorher war. Oder wird das quasi zurückgesetzt? Und weil er normalerweise eine gute Kreatur ist, ist er dann auch wieder gut. Auf Großmeister, der Zauber bleibt so lange bestehen, bis die Gruppe den Kartenabschnitt verlässt. Das ist ganz schön mächtig. Aber Großmeister ist noch lange hin. 1200 Gold sind 1200 Gold. Wir versuchen einfach niemanden zu treffen. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Und Seelenmagie. Willkommen in der Gilde der Seele. Bewahrung. Der Zauber schafft eine engere Bindung zwischen Körper und Seele und verzögert so den Tod durch massiven körperlichen Schaden. Das ist sehr, sehr praktisch. Gerade bei Truhen. Aber ist leider nur auf eine Person, solange wir nicht Meister sind. Auferstehung ist sehr, sehr praktisch. Stärker geht's nicht auf Großmeisterrang. Teil des Lebens, aber auch schon Meister. Heldentum. Heldentum ist sehr praktisch. Der Zauber erhöht den Schaden, den die Charaktere nach erfolgreichen Attacken verursachen, um 5 plus 1 Punkt pro Fähigkeitswert in Seelenmagie. Das heißt, auch für Bogenschützen wäre das sehr praktisch, falls die Mana-Male ist, aber 4000 Gold. Seelengeißel. Das klingt ganz schön übel. Schicksal. Der Zauber kann dazu benutzt werden, die Wahrscheinlichkeit eines Angriffstreffers eines Charakters zu erhöhen oder aber die Wahrscheinlichkeit eines Angriffstreffers eines Feindes zu senken. Ja, nee. Schönes Zeug, aber nicht ganz so interessant momentan. Oder zu teuer. Also, nächster Schritt. Zu den Elfen. Wassermagie-Experte werden, ha? Also ja, wir hätten hier auch noch einen Auftrag. Und zwar den Ring finden für den einen Händler. Wir können uns erstmal hier ein bisschen um. Denn Wassermagie-Experte für Talana ist zwar ziemlich wichtig, aber momentan hat sie schon ein Zauber, der einigermaßen funktioniert. Und wenn das echt nur ein paar Räuber sind, dann müssten wir damit eigentlich klarkommen. Und noch ein wenig mehr Geld nebenbei machen. Aber soweit sieht hier alles ziemlich ruhig aus. Der Händler hat gesagt, in der Nähe der Stadt wurde er überfallen. Auf dem Weg nach Harmondale. Und da sind Räuber. Sehr schön. Oh, die halten doch gut was aus. Ah, okay, das ist aber auch ein stärkerer Räuber. Das ist nämlich ein Räuber und die normalen heißen Schurken. Bandit ist dann der stärkste. Ja, okay. Erstmal du da. Gut. Ja, doch, das geht ganz gut. Oh, nee, nee, schön auf den Starken da gehen. Komm, schon. Jo, er flieht, er flieht. Ja. Können wir fast in Echtzeit rumwechseln. Aber nee, da ist wieder ein stärkerer. Und da hinten ist noch einer. Lachhaft. Oh, Mana ist gleich alle. So, eine Weile schießen. Auf die normalen sind schon dran. Okay. Echtzeit. Und Bogen. Na komm.
Oh, wo sind die denn? Die sind die Brücke runtergesprungen. Sehr komische Banditen. Da sind sie ja. Lachhaft. Oh, und da ist noch ein Eingang in die Kanalisation, wo die richtigen Diebe sein sollen. Okay. Komm, 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 komm. Wir sind gleich mit dem Rücken zum Berg. Wir sollten uns eigentlich zurückziehen und kurz schlafen. Hilfe! Ja, ja, ja. Wir haben es verstanden. Wir sollten eigentlich kurz schlafen. So, dich haben wir. Du siehst nicht mehr ganz so fit aus.